Im heutigen Video zeigen wir euch den Klassiker unter den VW-Bussen, den uralten VW-Bus, den wir jetzt mit Bleistift vorskizzieren. Das war das Ergebnis. Wir haben es ganz ein bisschen vorgespult, sodass das aber in Original ungefähr 20 Minuten, 15 Minuten gedauert hat. Da die Zeichnung etwas größer ist, ihr könnt das hier ein bisschen im Verhältnis zur Hand sehen. Wir haben jetzt die ums Eckperspektive gewählt. Das heißt, wir beginnen wieder mit einem Kasten, mit sozusagen einer unsichtbaren Verpackung, einem Rechteck und formen dort raus unser Fahrzeug. Da geht es natürlich als erstes die charakteristischen Frontscheiben, vorne das VW-Emblem und schon ist es eigentlich sofort zu erkennen, um welches Fahrzeug es geht. Es gibt immer so charakteristische Sachen, die solltet ihr natürlich dann beachten, um ganz schnell an der Stelle sozusagen den Wiedererkennungswert zu setzen. Vielleicht an der Stelle mal ganz kurz zu erwähnen, wir möchten uns auch bei allen Kursteilnehmern bedanken und nochmal gratulieren, die jetzt auch den Studiengang Transportation Design antreten, die uns durch die Videos kennengelernt haben und auch jetzt im Kurs gewesen sind. Wir freuen uns sehr für euch. Setzt das gelernte Wissen nochmal ordentlich an, lernt noch was dazu und wir freuen uns, wenn wir immer wieder mal über euch auf unserer Webseite mal berichten können. Ja, viel Erfolg im Studium und weiterhin danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns für euch wirklich, wirklich sehr. Unser gesamtes Akademie-Ruhr-Team. So, jetzt zurück zu der Zeichnung. Die Stoßstange, die Lichter, ganz leicht abgerundet. Die einzelnen Scheiben und ihr seht, dass der Bus schon so seine Formen annimmt. Hinten auch nochmal so die wesentlichen Elemente. Das Dach leicht angedeutet in die Rundung sofort. Und so kann man sich dann Stück für Stück die Zeichnung erobern. Also wie gesagt, das ist jetzt schon sehr groß hier in dem Format. Da wollten wir eigentlich euch mal demonstrieren, wie man mit Details umgeht. Hier Ellipsen. An der Stelle zum Thema Räder, Felgen und perspektivisch Fahrzeuge zu zeichnen, schaut auf online-kurse.akademie-ruhr.de. Da sind wir ganz explizit das Thema eingegangen, wie man Fahrzeuge skizziert, Fahrzeuge auch perspektivisch von allen Seiten. Also jetzt hier so die Reifen, vor allem so eine Ellipse seitlich zu skizzieren, ist nicht so ganz einfach, aber mit ein paar Regeln lässt sich das relativ schnell erlernen. Ihr seht dann die lockere Schraffur. Da wird die Felge noch ein bisschen angedeutet. Und die kleinen Details, die kann man hier ein bisschen noch hier und da mit dem Bleistift ausbessern. Ihr habt bestimmt jetzt gemerkt, vielleicht schaut ihr euch zum ersten Mal zu, wieso wir keine Radiergummis verwenden. Das ist Absicht, damit ihr eigentlich aus dem falschen Strich, aus dem falsch gesetzten Strich auch wirklich etwas lernen könnt. Wenn ihr immer wieder radiert und immer wieder neu beginnt, dann fehlt uns einfach, fehlt euch sozusagen
der Strich, der euch zeigt, ich bin hier falsch gesetzt, ich bin perspektivisch falsch und wenn ich den nicht habe, sehe ich es nicht. Und dann tappe ich immer wieder im Dunkel oder besser gesagt im Hellen auf dem leeren Blatt Papier. Und das sollte eigentlich nicht sein. So, hier kommt jetzt der feine Kontrastschliff, wie man das Ganze nochmal ein bisschen kontrastreicher machen kann. Ihr merkt, das bekommt dann natürlich ordentlich nochmal mehr Tiefe. Darum geht's. Und das mal so ein bisschen zu verfeinern. Das ist das fertige Ergebnis, ganz, ganz schnell skizziert. Und ja, ansonsten schaut unter onlinekurse.akademiehohe.de. Da gehen wir speziell auf Fahrzeugtutorials ein. Ansonsten seid ihr herzlich im Kurs willkommen und vielleicht, wenn ihr das studieren möchtet, dann sicherlich auch. Wir freuen uns auf euren Kontakt. Alles Liebe, bis dahin, euer Akademie Hohe Team.